Ein Traditionsrezept aus Zuffenhausen. Der Porsche 911 Carrera S. Ab jetzt mit Biturbo Boxer und 3 Liter Hubraum. Die haben es mit 1,5 Tonnen zu tun. Der Preis gut 114.000 Euro. Der 11er ist echte Hausmannskost. Hier sind die Zutaten seit 50 Jahren nahezu gleich. Das Hauptgericht wird im Separé serviert und auch die Gangwahl findet hinten statt. Die Speise aus Zuffenhausen ist wohl proportioniert. 420 PS und 500 Newtonmeter liegen auf dem Tablett. Auch das Innere kann man sich getrost auf der Zunge zergehen lassen. Der 911 ist eben ein schwäbischer Klassiker. Es gibt kaum ein Auto, das über die Jahrzehnte hinweg so auf den Fahrer hingetrimmt worden ist. Der Schalensitz saugt dich ein, dann bist du in dem Auto drin und dann spielt ihr zusammen. Und ihr spielt wirklich zusammen und nicht gegeneinander. Das Rezept 911 hat Porsche in der neuesten Generation um 2 Turbo-Zutaten ergänzt. Und die erste Frage, die sich da natürlich stellt, was ist denn mit dem Turboloch? Und das kann man gar nicht so richtig feststellen, weil das verhagelt einem nämlich das Doppelkupplungsgetriebe. Jedes Mal, wenn du feststellen möchtest, ob bei niedrigen Drehzahlen nicht so viel Druck da ist, schaltet er runter und sagt, edgy badge, das ist blöd. Da kannst du auch noch so viel tun, wir können das nochmal versuchen hier. Gehen hier mal in einen hohen Gang, fünften Gang, so, jetzt sind wir bei 14 Umdrehungen. Ah, jetzt hält er das. Und jetzt merkst du, jetzt unter 2000 Umdrehungen, merkst du, aha, da fehlt dann doch schon ein bisschen Leistung. Im Vergleich zu früher, da ist er bissiger nach oben gegangen. Aber sobald ich hier mit einem Bereich von 300 Umdrehungen bin, zack, guck, da hast du mit dem Turbo noch kein Problem. Wieso auch? Da ist Ladedruck da und vorwärts geht's. Dank der geschrumpften Brennkammern sinkt auch der Verbrauch. Dennoch schlägt er im Test mit 11,5 Litern zu Buche. Heieiei, da muss ich jetzt aber, oh, ist das schön. Also, wer da keine Glücksgefühle kriegt hier beim Einlenken, der liebt keine Autos. Oh, ist das schön. Du hast eine wunderbare Verbundenheit zur Fahrbahn. Du kannst das Auto auf den Millimeter, auf den Mikrometer, möchte ich fast sagen, positionieren, rumziehen. Das hat überhaupt nicht so mit den 911ern von früher zu tun, die immer so ein bisschen kippelig waren, mal untersteuert haben, weil sie vorne so leicht waren, mal hinten am Heck kamen, sondern das passt so genau. Die Lenkbefehle leitet der 11er elektromechanisch an die Vorderachse weiter. Per Drehrad gibt es eine extra Portion Würze. Und dann haben wir noch so ein kleines Spielknöpfle hier. Ruhig. Da kannst du nämlich spielen. Schön, dass dieses Knöpfle von der Mittelkonsole hier aufs Lenkrad gewandert ist. So, und da kann ich jetzt in den S-Modus gehen. Ja, der ist schon ganz spannend. Aber wir gehen gleich mal in den S-Plus-Modus. Hörst du sofort? Ja, da stellt der Motor hinten die Ohren spitz. Buh, geht's gleich los? Gehen wir Gassi? Ja, wir gehen Gassi, lieber Sechszylinder. Der Sport-Plus-Modus schärft die Getriebe-, Fahrwerks- und Lenkeinstellungen des Carrera S deutlich nach. Ob das auch was auf der Teststrecke bringt? Noch mal kurz entspannen. Wir denken an den Vorgänger. Der hat deutlich über 4 Sekunden von 0 auf 100 gebraucht. Der neue hat mehr Leistung, viel mehr Drehmoment und natürlich eine Launch-Kontrolle. Und die ist bei Porsche ganz einfach. Wir gehen hier in den PSM-Sportmodus. Wir bremsen links fest, geben Gas und dann lassen wir einfach die Bremse los. Und los geht's, jawohl. Ja, 100. 3,7 Sekunden vergehen bis 100. Die Turbos haben sich hier schon mal bezahlt gemacht. Die Theorie, geringe Masse und große Reifen gleich kurzer Bremsweg. 100 km/h. Ich höre den Porsche schon gehen. Er will mich bremsen. Hört ihr ihn auch gehen? Die Theorie stimmt. Nur 32,4 Meter vergehen bis zum Stillstand. Wie helfen die Fahrmodi beim Slalom? Wir fahren jetzt in den Slalom hinein und ich habe mich jetzt gegen Sport Plus entschieden, weil mir das ein bisschen zu hektisch ist. Ich will ein bisschen mehr Ruhe haben. Ich probiere es
mit Sport. Und jetzt gucken wir mal, wie er das da macht. Ja, die Lenkung ist halt top. Kannst du wirklich so präzise um die Pylonen herum und da untersteuert kaum. Du hast hier richtig, richtig bah, Zug. Fast 70 km/h erreicht der Carrera S zwischen den Pylonen. Das Traditionsrezept hat sich erneut bewährt. Die Zutaten des Elvers werden seit 50 Jahren perfektioniert und sind heute besser denn je.